Irgendwas klappt immer noch nicht. Ich könnte mal noch probieren. Hier ein bisschen vielleicht. Ah, genau. Wunderbar, das Licht geht wieder. Ach Mist, ich habe meinen Hammer unten vergessen. Jetzt kann ich den Motor gar nicht reparieren, damit sich das Licht auch wieder dreht. Jetzt muss ich noch mal runter. Oh, verdammt. Ich habe auch den Schlüssel unten liegen lassen. Jetzt habe ich mich ausgeschlossen. Mist, was mache ich denn jetzt? Aber das Handy habe ich zum Glück mitgenommen. Sam könnte mich mit der Leiter von Jupiter hier oben runterholen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Naja, muss ich in der Feuerwehrstation anrufen. Hallo? Hallo? Dann bis morgen, Sam. Wird ja wahrscheinlich eine ruhige Nacht. Ja, ich denke auch. Allzu viel wird nicht passieren. Vielleicht ruft jemand an wegen einer Katze oder so, aber was Ernstes wahrscheinlich nicht. Dann eine gute Nacht, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Danke, Sam. Ich mache mich dann mal nach Hause. Ich hoffe, meine Frau hat was Gutes gekocht. Ja, da bin ich mir sicher. Bis morgen. Bis morgen, Sam. Dann mache ich es mir doch mal ein bisschen gemütlich. Sollte halt sowieso erstmal nichts passieren. Ach, wenn ich jetzt eine Zeitung zum Lesen hätte, das wäre natürlich bequem. Aber hat natürlich keiner was mitgebracht heute. Naja, dann ruhe ich mich erstmal so ein bisschen aus. Das wird wohl doch nichts mit ausruhen. Schnell runter und ans Telefon. Hallo, wer spricht denn da? Hallo, ich kann dich nicht verstehen. Ach, du bist's, Mike. Hallo, Mike. Oh, ausgesperrt. Kein Problem. Ich komme mit Jupiter vorbei. Wir holen dich mit der Drehleiter runter. Ich guck mal, ob ich Penny auch noch mitnehmen kann. Okay, dann bis gleich. Tschüss. Penny, wir müssen los. Mike hat sich am Leuchtturm ausgesperrt. Wir müssen ihn mit der Drehleiter runterholen. Alles klar, Sam, ich komme. Hey Mike, kannst du mich hören? Ja, Sam, ich höre dich. Ich bin hier oben und steck fest. Könnt ihr mich runterholen? Ja, Penny ist auch dabei. Die wird mich mit dem Drehkorb zu dir hochfahren und dann hole ich dich runter. Oh, prima. Aber macht euch keine Eile. Mir geht's hier oben ganz gut. Ach was, wir holen dich direkt runter. Kleinen Moment, wir müssen noch Jupiter drehen. Penny, am besten fährst du seitlich an den Turm ran und dann kommen wir mit dem Korb auch gut oben hin. Alles klar, mach ich, Sam. So, Penny, kannst mich hochfahren? Keine Angst, Mike, ich mach dich nicht nass. Steigst einfach auch noch mit in den Korb hier ein. So, das reicht, Penny, ich bin nah genug dran. Kannst reinspringen, Mike. Das sieht aber ganz schön eng aus. Ja, so groß ist es nicht, ein bisschen kuschelig wird's. Aber besser als die ganze Zeit hier oben zu stehen, oder? Ja, ich komm ja. Das passt doch wunderbar, Mike, da gehen wir doch locker zu zweit rein. Ja, es geht. Aber ich bin froh, wenn ich unten bin. Penny, du kannst uns jetzt runterfahren. Alles klar, Sam, ich fahr euch runter. Achtung, gut festhalten. So, da sind wir, Mike. Raus mit dir. Puh, endlich bin ich unten. Hat doch wunderbar geklappt. Der Korb war zwar ganz schön eng, aber danke, dass ihr gekommen seid. Klar, gerne, Mike. Dafür sind wir ja da. Geht einmal wieder rein. Ich wollte ja schließlich oben noch den Drehmechanismus für das Licht reparieren. Okay, super, mach das. Ist ja auch wichtig für die Schiffe, damit die sich gut orientieren können. Genau, ich habe ja auch eine große Verantwortung. Danke nochmal und bis die Tage. Tschüss, Penny. Danke für die Hilfe. Ja, gerne, Mike. Ich komme die Tage dann mal vorbei zum Kaffee trinken. Oh ja, da freue ich mich. Du bist immer herzlich willkommen. Kannst auch gerne mal in meiner Werkstatt vorbeischauen. Genau, oder wir sehen uns da. Bis dann, Mike. Tschüss, Penny. Oh, Sam, ich bin so froh, dass das so gut mit dem Kran geklappt hat. Ach stimmt, das war ja heute dein erster Einsatz mit dem Kran. Zum Glück hat Mike das nicht gewusst, ansonsten hätte er sich wahrscheinlich zweimal überlegt, ob er uns anruft. Da lass uns jetzt aber mal wieder zurückfahren. Vielleicht haben wir ja noch andere Einsätze während unserer Nachtschicht. Oh ja, lass uns zurückfahren.
So schönes Wetter, die Sonne strahlt so schön und so eine ruhige See. Ein perfekter Tag heute. So Tage wie heute, die muss man richtig genießen. Und nix los heute. Dann gehe ich mal wieder runter und hol mir eine Tasse Kaffee. Ah! Oh, verdammt, ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Ah, oh, das tut so weh. Ah! Oh. Wieso ist denn der Aufzug runtergefahren? Ich glaube, der spinnt. Und jetzt fährt er schon wieder hoch. Was ist denn da los? Ich glaube, der spinnt komplett. Ah, für mein Bein. Ich muss Sam anrufen. Hallo, Sam? Kannst du mich hören? Mein Aufzug spinnt. Ich bin gerade die Treppe runtergefallen. Es könnte ein bisschen schwierig werden. Mein Aufzug spinnt und ich weiß auch nicht. Kommt einfach mal her. Oh nein, was war denn das? Oh nein, jetzt ist auch noch der Hubschrauber-Landeplatz hochgeklappt. Wo kommt denn dieser Wind auf einmal her? Heute fährst du, Elvis. Auf geht's, wir wollen Ben nicht warten lassen. Hab verstanden, Sam, es geht los. Ah, da seid ihr ja schon, perfekt. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wie ihr hochkommen sollt oder ich runter. Der Aufzug spinnt komplett. Lass mich mal überlegen. Wenn wir nicht hochkommen können, dann könnte ja Tom eigentlich mit seinem Hubschrauber landen. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber guck mal, da war gerade eine starke Windböe und jetzt ist der Hubschrauberlandeplatz hochgeklappt. Da kann kein Hubschrauber landen. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, das ist zwar relativ gefährlich, aber wir müssen dich ja irgendwie da runterkriegen. Dafür brauchen wir aber Tom. Elvis, kannst du bitte Tom anfordern? Ja, mache ich sofort. Kleinen Moment. Hallo Tom, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Wir bräuchten deine Hilfe bei der Wasserwacht. Ben hat sich verletzt und wir kommen nicht auf die Plattform. Ich bin schon unterwegs. Tom sollte gleich da sein. Hallo, hier ist Tom. Ich befinde mich im Anflug. Ich habe an meine Salve eine Schlaufe dran gemacht. Damit kann ich Sam auf die Feuerwehrstation hochheben. Da muss ich nur gut festhalten. Alles klar, hab verstanden. Sam, hast du es auch gehört? Ja, ich hab's gehört. Ich mach mich schon mal bereit. Hier, Herr Tom, hier bin ich. Alles klar, dann lass mal das Seil runter. Ich hab's, du kannst hochgehen. So, Ben, da bin ich. Oh, gut, dass ihr es geschafft habt. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie wir dich hier wegkriegen. Entweder muss ich den Lift reparieren oder wir müssen gucken, dass Tom landen kann. Das mit dem Landeplatz oben wird, glaube ich, nichts. Das ist relativ viel Arbeit. Guck lieber mal, dass der Lift wieder geht. Okay, verstehe. Ich guck mal. Das sieht nach einem elektrischen Fehler aus. Kleinen Moment. So, müsste eigentlich wieder gehen. Ist der Lift wieder in der normalen Position? Ja, er ist wieder genau hier auf der Etage. Oh, prima. Dann fahren wir jetzt gemeinsam runter und dann fährt Elvis uns direkt zur Küste und dann können wir dich ins Krankenhaus bringen. Ah, danke, Sam. Diesmal bist du meine Rettung. Das letzte Mal muss ich ja Elvis retten. Ah, mein Bein. Aber diesmal brauche ich eure Hilfe. So, Elvis, worauf wartest du denn? Wir müssen Ben schnellstmöglich zum Krankenhaus bringen. Oh ja, das wäre gut. Ah, mein Bein tut so weh. Alles klar, wir fahren sofort los. Endlich darf ich mal mit dem Quad fahren. Ah! Mist, so war das nicht geplant. Oh, jetzt stecke ich hier fest. Oh nein, hoffentlich habe ich Mercury nicht kaputt gemacht. So ein Ärger, direkt bei meiner ersten Fahrt. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich brauche Hilfe. Irgendwie muss ich die Bäume hier runterkriegen. Ich glaube, da kann mir nur Sam helfen. Hallo Sam, kannst du mich hören? Hallo Elvis, klar kann ich dich hören. Wie läuft's denn mit dem Quad? Macht's Spaß? Kommst du mit deiner Übung gut voran? Du hast einen Unfall gebaut? Klar, ich komme sofort. Da bist du ja schon, Sam. Gut, dass du hier bist. Na klar, ich war gerade in der Gegend. Ich glaube, hier fahre ich besser rückwärts ran. Kleinen Moment.
Wie konnte denn der Unfall eigentlich passieren? Bist du zu schnell gefahren? Ich zu schnell gefahren? Nein. Die Bäume, die kamen einfach wie von selbst vor mich. Na gut, weg müssen die Bäume ja so oder so. Dann wollen wir den Kran mal ausfahren. Ist das nicht die Halterung für die Tierrettung? Ja, stimmt. Aber die Bäume sollten wir damit auch gut hochheben können. Gute Idee, Sam. Auf drei heben wir die Bäume gemeinsam rein, Elvis. Bist du bereit? Ja, bin bereit. 1, 2, 3. Perfekt. Dann steig du mal auf den Quad und versuch gleich rückwärts zu fahren, während ich die Bäume ein bisschen hochhebe. Alles klar, mache ich. So, dann legen wir mal los. Du kannst zurückfahren, Elvis. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Der Quad ist draußen, jetzt müssen wir nur noch die Bäume ein bisschen zur Seite fahren, damit die nicht hier doof rumliegen. Ich probiere mal, ob ich das mit Phoenix einfach ein Stück zur Seite fahren kann. Du bleibst am besten, wo du bist, Elvis. Alles klar? Ja, mache ich. So, das sollte reichen. Um den Rest müssen sich die Forstarbeiter kümmern. Aber die Unfallstelle ist jetzt erstmal gesichert. Warte, Sam, ich helfe dir, den Kran noch wieder einzufahren. Alles klar, dann komm du am besten von der anderen Seite. Okay. Ich lasse die Seilwinde ein Stück runter und du hängst den Baum aus. Einverstanden? Machen wir so, Sam. Und hopp. Achtung, ich lasse es runter. Hab den Baum ausgehängt. Alles klar, dann fahr ich wieder hoch. Danke für deine Hilfe, Sam. Kein Problem, Elvis. Aber fahr das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger. Gerade am Anfang, wenn du das Fahrzeug noch nicht so kennst, ist es wichtig, nicht zu schnell zu fahren, damit man sich an das Fahrzeug dran gewöhnen kann. Ja, du hast recht. Danke nochmal. Ich kümmere mich auch darum, dass die Bäume hier weggeräumt werden. Ich fahre dann mal weiter. Ich habe noch einen anderen Einsatz. Alles klar, dann bis später in der Feuerwache. Bis später, Elvis. Da hatte ich ja echt ganz schön Glück, dass Sam in der Nähe war. Ansonsten hätte ich nicht gewusst, wie ich mit dem Quartier wieder wegkommen soll. Auf Sam ist einfach immer Verlass. Zum Glück haben wir ihn. Oh, wir haben noch gar nicht geguckt, ob am Quad was kaputt gegangen ist. Scheint alles noch in bester Ordnung zu sein. Super, dann kann ich halt zurückfahren. Das reicht mir auch mit dem Quad für heute. Den fahre ich so schnell nicht mehr, der ist mir viel zu schnell.